Juhu an alle. Lenny hat Victoria vor unseren Augen weggeschnappt und ich würde sagen, wir holen sie uns jetzt wieder. Jetzt wird Agent 47 very angry. Jetzt wird er richtig wütend. Kommen Sie lauter Koga. Sieh mir hier. Ja, du bist so schön. Na, der berüchtigte Birdie. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Hey, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Es geht um diese Entführung. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Birdie, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Dom ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass Sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich. Hab ich recht? Nein, da irren Sie sich gewaltig, denn ich habe das Mädchen. Ich brauche Sie also gar nicht, oder? Warten Sie, bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also, Sie verstehen nicht ganz. Wenn Sie den Meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. Sowas kann ich gut, Mann. Ach, wirklich. Glauben Sie mir. Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, ha? Oh, hey, Scheiße. Hey. Ach ja, ein herrliches Dodi, wer ist, wie war Ihr Name doch noch gleich? Jade. Wer ist Jade? Fick dich! Nein, das war die falsche Antwort. Ich verstehe nicht, warum er sich mit dir einlässt. Ich liebe dieses Hirn. Hier kann ein Mann wirklich alles werden, vorausgesetzt, er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay. Die alte ist so eine Agency-Schlampe. Die Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Ja. Was ist los? Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Die finden sie, wenn sie sie verarschen. Aber wenn ich ihr Mittelsmann wäre, dann verstehen sie denn nicht. Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen, dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's mir. Jetzt verschwinden Sie, Birdie. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage noch mal sehe, dann begrabe ich Sie auf der Stelle. Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Ich will gar nicht. Alles gut, Mann. Ich verstehe nicht, was er für einen Vorteil gerade erhofft hat, mit dir nochmal zu sprechen. Daraus wird nichts, Mann. Ich habe eine Überraschung für dich. Genauer gesagt. Ich habe eine Überraschung für alle. Oh, jetzt gibt's. Okay, vielleicht hätte er doch noch einen Ass in der Hand. Hope.
Wow. Welcome to Hope Part 2! So. Jetzt ist er gerade hier. Ich muss wieder hinten auch irgendwo stecken können. Hast mir beim Ball Abführmittel in den Grund genommen? Nein, nein. Ich hab mich angeschissen. Dann versuchen wir da oben mal nach links zu gehen. Mal schauen, wenn ich schon nicht da reingehen kann. Jetzt kommt der andere kommt jetzt wieder zurück. Ich geh hin. Du bist gemeint. Was ist mit den anderen Leuten eigentlich los in der Bar? Die gehen auch ganz knapp. Jetzt geht der, andere geht auch gleich los. Pass mal auf. Ach, der Typ sieht mich immer, wenn ich da reingehe. Okay, dann koste mal. Ich will dein Bier nicht kosten. Alter. Wenn der weggeht, kann ich vorbei. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich will doch nur zur Bar! Ich muss gleich eine Flasche werfen. Kann das sein? Weil niemand kann zur Bar. Was ist das denn bitte? Warum? Warum? Oh, der Typ campt dort, kann das sein? Ja. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber Leute prügeln sich auf einmal. ja. Wo kommen auf die Leute auf dem Klo einmal her? Wie geht's? Mir geht's gut, danke. Und dir? Ich bin aber ein unhöfliches Arschloch. Hi. Ey! Ich hab gerade irgendein Event gerade getriggert. Hi! Hi!
Hey, ich arbeite hier, okay? Bitte tun Sie mir nichts. Ich arbeite hier nur. Beim Friseur. Jeden Tag um Schlag 12. Hey, Kumpel, was macht das Landleben? Sind die Leute nett zu Ihnen? Gehen Sie bei Gelegenheit mal in McGarmans Waffenladen. Hab ein kleines Geschenk für Sie. Okay. Alter, war das jetzt heftig. Es war voll die schwere Mission. Ich wollte ja nicht alle niederschießen. Okay. Urzing 2. Ey, mein Gott, wir haben zum ersten Mal keine negativen Punkte. Yeah, Mann. Und einen lautlosen Kill, weil ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt habe. Okay. Alles klar. Ich glaube, es wird jetzt, also in der Ecke ist immer die ganze Zeit irgendwo ein Outtake-Part verlinkt. Egal. Nächstes Mal geht es hier weiter. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Bis dahin. Ciao.